Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Fußballmanager 12 im Mikromanagement. Ja, in der letzten Folge haben wir einen Aufstieg klar gemacht, ein Spiel steht noch aus und die große Frage ist, werden wir auch Meister in der zweiten Liga? Noch haben wir den ersten Tabellenplatz intus, allerdings ist die große Frage, schaffen wir es auch Meister zu werden im letzten Spiel? Wenn wir das nämlich verlieren und unser Gegner gewinnt, dann ja, sieht's anders aus, sag ich mal. So, wir müssen erstmal einen Butterfield ersetzen und einen Ricky Lampard ersetzen. Die haben mal richtig zugeschlagen hier. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir da mal hier den De Ritter aufstellen. Der hat uns ja auch gute Dienste erwiesen und war kaum dabei in der Saison. Außerdem, ja, können wir hier einen Fox wieder ersetzen durch unseren linken Mittelfeldspieler und den Fox wieder dahinter schieben. Den Butterfield tauschen wir aus gegen den. Und jetzt ist die große Frage, wen nehmen wir noch mit? Und da würde ich sagen, nehmen wir doch mal diesen, wo ist er denn? Sitzt er auf der Bank? Ah, da sitzt auf der Bank, der Luke Shaw. Ja, dann gehen uns jetzt so langsam die Spieler aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer kriegt denn jetzt noch die große Chance, hier mit uns noch das letzte Spiel zu machen? Ich würde sagen, Abschiedsspiel für David Connolly, oder? Dem seinen Vertrag haben wir nicht verlängert, den wechseln wir mal ein. Außerdem würde ich sagen, der Davis hat sich mal verdient, in die Startelf zu kommen. Ich hoffe, die kriegen das umgesetzt. Wenn die das gewinnen, kriegen sie 10.000. Ich habe einen guten Tag heute. Wir haben Aufstieg sicher gemacht. Die Aufstellung kommt uns entgegen. Die Laufwege, ja, okay, auch einigermaßen. Ansonsten, ja, eigentlich gibt es hier gar nicht viel zu ändern. Dann einfach nur noch die Mails bearbeiten. Da haben wir ja welche gehabt. Und zwar hatten wir ja einmal Tribünennamen, wo wir verhandeln können. Verhandeln wir mal 4 Jahre für 122.000. Nee, Summe erhöhen, Laufzeit senken, verhandeln. 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 Ganz ehrlich, nächste Saison würden wir erste Liga spielen. Nö. Nicht für den Preis so lange Zeit, wenn wir nächste Saison erste Liga spielen. Sorry, Freunde. Dann Merchandising-Angebot. Ja, Trikots 1.000 und 800 brauchen wir natürlich auch nicht. So viel verkaufen wir ja eh nicht ab. 300 haben wir abverkauft, 300 haben wir auf Lager. Das letzte Spiel steht an. Danach wird der Abverkauf eh runtergehen. Ich lasse das jetzt alles mal leer laufen. Lasse ich bewusst leer laufen. Warum? Falls wir eine zweite Saison spielen würden, wäre dann das Lager leer und ich könnte fleißig wieder neu einkaufen. So, Scout-Bericht interessiert uns auch nicht. Was wir noch machen sollten, ist ein Trainingsplan. Auch das wird vielleicht für euch noch interessant, was mein Trainingsplan ist, wenn die Saison rum ist. Ja, weil da habe ich einen speziellen Trainingsplan für, den ich trainieren lasse, wenn die Saison rum ist und keine Spiele mehr anstehen. Auch das wird vielleicht noch mal interessant, ja, wenn es dann soweit ist. Gut, dann hier passt eigentlich auch alles. Wir haben 653.000 Euro eingenommen, nur über die Stadioninfrastruktur. Weil wir die ein bisschen optimiert haben. Also haben wir da nochmal richtig gut Geld verdient. Tja, entsprechend sieht's hier aus. Finanzen alles im Plus. Wenn die Aufstiegsprämien fällig werden, dürfte es im Gehalt ein bisschen mager werden. Aber ja, dann werden ja auch bald wieder hier Budgets freigegeben und dann geht's da wieder rund. Ansonsten gehen wir hier nochmal in den Privatbereich, gehen nochmal eine Runde Golf spielen, gucken nochmal nach unserer Lady und dann ist auch schon gut. Und jetzt klicken wir hier mal durch die Woche. Steht ja eigentlich gar nicht so viel an. Und dann machen wir unser letztes Spiel in der zweiten Liga. Und in der nächsten Saison spielen wir dann erste Liga. Und das haben die ja auch in der Realität gemacht. Und es erfüllt mich so ein bisschen mit Stolz, dass ich euch das sozusagen nachspielen konnte. Den Aufstieg in die erste Liga. So, Jugendspieler interessiert uns nicht, interessiert uns nicht, interessiert uns nicht, interessiert uns auch nicht. Wir wollen zum Spiel, bewegte Bilder, oh, langer Ladebildschirm. Gut, im Hintergrund wird halt gerendert, kann da dran liegen. Gut, dann haben wir hier, ja, Stärke von uns, Stärke vom Gegner, 3D-Spiel, passt, Streifenhörnchen spielen gegeneinander. Und ich sag einfach mal, heute gehen wir keinen Zweikampf aus dem Weg. Dann gibt's noch ein Interview. Beeinflussen eigentlich die Verträge ihrer Spiele ihre Aufstellung? Nein, 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 das darf nicht sein. Die sportliche Leistung entscheidet und sonst nichts.
So. Das letzte Spiel steht an. Das allerletzte Spiel im Fußballmanager 12. Ist nicht der letzte Part, gehe ich zumindest mal von aus, weil die Saison noch nicht beendet ist. Aber zumindest das letzte Spiel. Den ganzen anderen Kram werde ich auch noch hochladen, werde ich auch noch Parts zu machen. Einfach weil da so Sachen drin sind wie der Trainingsplan, den ich mache zu Saisonende. Ist vielleicht auch anwendbar im FM13. Muss man mal schauen, deshalb will ich da das Tipp noch mit veröffentlichen. Mein Saisonende-Trainingsplan und ja, dann die Saisonabschlussfeier und was da alles noch kommt. Auch das möchte ich euch nicht vorenthalten. So, wir spielen wieder zweifach. Ja, ich weiß, man kann das auch mit F9 machen. Aber ich mach's trotzdem darüber. So, und ja. Dann kicken wir hier mal frisch, fromm, fröhlich, frei drauf los. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich es noch schneller stellen soll. Aber ich glaube, wir haben es die ganze Zeit auf dieser Stufe gespielt. Und vielleicht wollt ihr ja das Spiel sehen, wollt gucken, was die Mannschaft macht, wie die spielt. Und ich möchte das Spiel natürlich nicht vorenthalten. Sagen wir es einfach so. Gute Abwehrleistung hier von ja, Djaidi. Der Ritter hat sich den Ball geholt, der Ritter. Und ja, ich glaube, wir sollten bei dem doch mal umstellen, dass der nicht trippeln soll, oder? Der hat ja noch das Dribbling an von. Ja, klar, hat das Dribbling an. Und ist ein Dribbling gerade mal. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Weil wenn der nicht trippelt, dann verliert er da vorne auch einen Ball nicht so oft. Gut abgefangen hier. Djaidi steht weit vorne. Ceplo hat die Lücke aufgefüllt. Und jetzt der Ritter und. Da war Luis noch dran. Schade. Ja, Lee trippelt sich hier vor. Lallana wird gefoult. Gelbe Karte für unsere Gegner. Wir kriegen einen Freistoß. Gucken wir mal, was passiert. Ja, das war sogar Karl-Oskar Lewicki, der ihn gefoult hat. Der war gerade eben noch in der Statistik irgendwie als Supertorschütze. Die haben auch einen starken Torhüter hier mit 69. Da macht er schon wieder einen Foul, wie es aussieht. Das ist unglaublich. Tja, dürfte Eckball geben. Da war noch einer dazwischen, hat geblockt. Nee, gibt Abstoß. Okay. So, Lee auf der Ritter. Der Ritter geht frei und toll, der ist unten. Dumme Sache das. Ja, ich sehe das letzte Spiel, wenn es sicher ist, halt auch ein bisschen als Belohnungsspiel. Einmal für Davis im Tor und auch für De Ridder, der eine tolle Hinrunde gespielt hat in meinen Augen. In der Rückrunde kam er kaum noch zum Einsatz, weil wir eben mit Sharp und Lee zwei bessere Stürmer bekommen haben. Mann, was ist denn hier los? Sie faulen lieber die Weltmeister. Vor allem der hier, der hat doch schon eine rote Karte gesehen im letzten Spiel. Jetzt hat er schon wieder eine gelbe. Super Parade von Davis. Schöner Abschlag auf Ceplo und ja. Gut, trainieren tun die ja genau das gleiche wie unser Müller. Also sollten sie auch die gleiche Leistung bringen können. Natürlich ist die Spielstärke nicht ganz so hoch. Hängt aber auch damit zusammen, dass Selbstvertrauen von dem natürlich nicht das Beste ist. Sagen wir es einfach mal so. Wenn man die ganze Saison nur auf der Bank sitzt, ist das Selbstvertrauen meistens im Keller. Da habe ich auch noch keine richtig guten Tipps für, wie man das Selbstvertrauen von einem Spieler so in den Griff kriegen kann, außer ihn ab und zu mal aufzustellen. Ich habe es in vielen Offscreen-Spielen so gemacht, wenn ich zwei gute Torhüter hatte, dann habe ich mir irgendwie noch einen schlechten gekauft und habe den anderen guten verliehen. Damit er eben ja ein gutes Selbstvertrauen hat und Spielpraxis und so weiter weiter ausbauen kann. Oder ich habe den alle Pokalspiele spielen lassen. Das ist auch so eine Möglichkeit, die man machen kann, dass der wenigstens ein paar Spiele hat. Ich habe auch schon ja, einen Torhüter alle Champions League Spiele spielen lassen, weil ich in der Champions League keine Ambitionen hatte. Alles so Sachen, die man dann noch machen kann.
Und jetzt juckt gerade meine Nase und die gelbe Karte nehmen wir mal runter und bringen dafür den Luke Shaw. Ein Jungtalent. Der darf sich auch nochmal ein bisschen versuchen hier. Der Lee soll mal motiviert werden. Wir motivieren heute mal die Offensive. Loben mal an Davis. Tut ihm bestimmt gut. Panik. Selbstvertrauen, Panik. Genau wie der Ritter, Selbstvertrauen, Panik. Jaidi wird auch nochmal motiviert. Und dann geht's in die zweite Halbzeit. Ich hoffe, dass ich euch hier kein 0-0 präsentieren muss. Ich hoffe, dass da schon ein bisschen noch was geht. Und dann bin ich mal gespannt, wie am Ende der Saison die Tabelle aussieht. Ob wir immer noch auf Platz 1 stehen oder ob wir abgesagt sind auf Platz 2. Aufgestiegen sind wir ja auf jeden Fall, aber sind wir auch Meister? Super gehalten von Davis, schöner Abwurf auf Jaidi, schöner Pass auf Lalana, ganz langer Pass und leider ins Abseits. Tja, da haben die Gegner aufgepasst. Ich bin ja mal gespannt, ob der Fußballmanager 13, ja, die haben ja auch starke Systeme und alles umgestellt. Also das ist jetzt alles mehr FIFA-like. FIFA habe ich nie gespielt, deshalb habe ich da keine Ahnung. Wobei Krejci wohl ein eigener Punkt sein wird in der Talentvergabe. Also das Ding heißt nicht einfach nur Tackling, sondern gibt es Tackling, Manndeckung und Krejci für die Verteidiger. Oh oh, gelbe Karte für Lee. Ja, auch im Sturm könnten wir mal gucken. Da hatte ich ja gesagt, der Connolly. Und den bringen wir mal. Der kriegt hier noch seinen Abschiedsauftritt. Und ja, vielleicht könnten wir auch noch einen Sharp nochmal bringen. Obwohl eigentlich müsste ich einen Doubly bringen. Für einen Ritter, genau. Bringen wir die beiden mal. Ich glaube, das war dann auch das Wechselkontingent. So, ein Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben, dass wir überhaupt zum Aufstieg kamen. Die werden alle nochmal eingewechselt jetzt und dann passt's. Und dann, ja, kriegen wir hier ein Tor, was ärgerlich ist. Erhöhen wir nochmal ein bisschen hier den Einsatz. Unsere Fans feiern trotzdem. Ja, und Connolly haut direkt 1-1 rein. Holt uns damit erstmal wieder einen Punkt und mal gucken, ob er so motiviert ist, dass er dann auch noch ein zweites Tor macht. Er spielt ja auch noch um einen neuen Vertrag im Prinzip. Ja, und da haben wir Doubly. Zwei Joker-Tore innerhalb von 5 Minuten. Ja, da wird kräftig gewechselt. Ich klicke das alles mal weg. Ja, da haben die innerhalb von 5 Minuten nach dem Gegentor das Spiel gedreht. Und wieder eine gelbe Karte. Diesmal für Lalana, glaube ich. Ja, schreit er erstmal einen Gegner an. Keine Ahnung, was das gewesen sein soll. Also wenn wir das Spiel gewinnen, dann sind wir Erstligameister. Weil wir hatten ja schon einen Punkt Vorsprung vor allen. Und dann ist uns ja auch egal, was die anderen machen, wenn wir gewinnen. Super gehalten von Davis. Oh oh, boah. Super Pass von Fox und zurück und auf Lalana und Lalana trippelt und wird gefoult. Da pfeift keiner. Na gut, kann auch einfach nur ein Tackling gewesen sein, aber es hat ihn halt auf alle Viere gerobbt. So, Punchion, oh, was? Abseits? Wieso abseits? Und Doubly und ja, schade. Connolly im Tripling und schade. Super gehalten wieder von Davis, bin richtig stolz auf den. Ja, der hat ja die Zeit, wo Kevin Müller verletzt war, auch im Tor gestanden und hat da sogar recht gut gehalten. Also, dafür, dass der die ganze Saison so gut wenig gespielt hat,
Hammerjob. Ja, und jetzt ist es zu Ende. Wir haben mit dem FC Southampton 2:1 gegen Coventry City gewonnen. Ja, die Mannschaft kann sich feiern lassen. Wir sind Zweitligameister. Man soll es nicht glauben. Als Aufsteiger sind wir gekommen. Es hieß Klassenerhalt. Und wir haben es geschafft, hier nicht nur aufzusteigen, sondern auch die Meisterschaft in der zweiten Liga in England zu holen. Ist eine schöne Sache. Und ja, was soll ich sagen, mit 99 Punkten, einer mehr werden die 100 voll, ja leider nur 99 Punkte, ja, so ist das, wenn man sehr erfolgreich ist, man wird pient sich und sagt nur 99 Punkte, das heißt 11 Punkte Vorsprung auf Platz 3, dort ist Blackpool, West Ham ist auch aufgestiegen, aber wir sind Meister, das kann man sich da auf die Zunge vergehen lassen, oder? Wir sind Meister. Torschützenkönig haben wir auch, obwohl er gar nicht gespielt hat. Den konnte keiner mehr einholen. Da hätte einer 11 Tore schießen müssen. Nein. Nein. 21 Tore schießen müssen, um ihn noch einzuholen. Notenbester Spieler sind eigentlich auch von uns zwei Stück. Das andere sind Torleute. Die sind nicht als Spieler gewertet, glaube ich. So, das Duell. Ja, Lampard kriegt den Zuschlag gegen Cole. Damit haben wir auch den Spieler der Saison. Ja, die werden durch einen Abstieg verfügbar. Das heißt, da könnte man nochmal gucken, ob da interessante Leute drunter sind. Aber wenn ich das Alter sehe, ist eigentlich nur Jill Martin interessant als Ersatztorhüter. Allerdings, ja, was soll ich sagen? Wir spielen ja eh nicht weiter. Von daher sage ich einfach mal, ist okay. So, Ligapreisgeld wird verteilt. Stehen wir diesmal drin als Aufsteiger? Nein, stehen wir nicht. Schade. Hätte mich gefreut. Ja, Ligapreisgeld wird verteilt. Erster Tabellenplatz, 8 Millionen haben wir erhalten. Haben wir nicht ganz mit gerechnet. So, Mannschaft des Jahres. Haben wir Lallana drin und Lampard drin. Also die nochmal hier loben. Großes Lob. Ja, leider keine Moralpunkte und auch bei ihm hier natürlich Glückwunsch zum Torschützenkönig, tolle Leistung, gibt 5 Moralpunkte, die passen mir doch schon besser. So, Mannschaft der Woche, da hat es der Calvin Davis reingeschafft. Wow, super letztes Spiel, können wir ihm sagen, freut ihn natürlich. Ja, ist in Panik, minus 3 seiner Spielstärke durch Selbstvertrauen. Geht flöten, ne? Minus 3 starke Punkte durch Selbstvertrauen. Übel. Ja, Aufstieg. Ihr Präsident Cortese beruft ein Meeting zur Nachbesprechung der Saison ein. Er ist torerfreut, dass der Aufstieg geschafft wurde und freut sich auf eine Herausforderung, auf die Herausforderung in der kommenden Saison. Ist doch super. Und der ist frustriert, weil er kein Tor erzielt hat. Seit 436 Minuten. Reg dich nicht auf. Machst du die halt in der ersten Liga. Was soll's? So, dann klicke ich hier mal weiter. Tja, da könnten wir jetzt ein Kaufangebot abgeben. Das machen wir auch direkt mal. Für den bieten wir 2 Millionen. Es wurde angenommen, okay. Das ist gut, der bleibt dann bei uns. War ja ein guter linker Mittelfeldspieler. Passt eigentlich. So. Ist der Wochenwechsel irgendwann mal rum. Vorläufiges Ergebnis, Lizenzvereinbarung. Lizenz kriegen wir ohne Probleme. Scoutbericht, auslaufende Verträge. 4 Spieler, auslaufende Verträge. Mich interessiert eher das hier. Da haben wir nämlich einen richtigen Anstieg gemacht hier hinten. Also ihr seht, wir haben alle Budgets übertroffen. Wir haben 29,6 Millionen verdient. 22 Millionen hätten wir nur verdienen müssen. Da kann uns also keiner irgendwie in den Tee pieseln, sage ich ganz einfach mal. So, jetzt ist im Prinzip der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, okay, Training. Machen wir nochmal ein Systemtraining. Als letzte für die Saison. Und ansonsten
mache ich eigentlich nichts mehr, weil auch Merchandising, ja, lasse ich jetzt das Lager leerlaufen. Ihr seht, hier wurden schon Artikel verkauft. Meisterartikel sind wohl schon komplett aus. Ja, Aufstiegsartikel 250 direkt weg. Boom. Mit einem Schlag. Hat aber auch nicht mehr arg viel geändert. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Part ist ja erst 20 Minuten lang. Ich habe die ganze Zeit ja immer so 36, 38 Minuten Parts gemacht. Kann ich jetzt auch einfach mal hier ein bisschen weitermachen. So, dann kommt die Auf- und Abwertungsrunde. Die machen wir mal auf normal. Ja, der verliert, war klar. Der müsste gewinnen. Ja, Kopfball hat er ein bisschen abgebaut. Der dürfte auch verlieren. Ja, das sind alles die Spieler, die halt gar nicht gespielt haben. Die, die gespielt haben, steigen auf. Stärke technisch. Wow, der hat sich gut gesteigert. Ja, das ist jetzt eine langwierige Angelegenheit. Ich mache dann doch mal ein bisschen hurtiger. Ja, Connolly leidet unter schlechtem was? Selbstvertrauen, okay. Tja, irgendwie, die meisten haben ja nicht gespielt und sind dementsprechend dann auch schlecht unterwegs. Ja, Müller ist mittlerweile eine 69. So, 23 Level haben wir verloren. Liegt halt an denen, die, ja, uns mehr oder weniger, sag ich mal, auf der Bank verschimmelt sind. Gut, dann hier, unser Tipp, ihr Tipp weicht von der realen Tabelle um 100 Positionen ab. Das ist ein Schnitt von 4,2 und damit unterirdisch schlecht. Ja, interessiert mich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Geht mir am sonst wo vorbei. Hauptsache, wir stehen hier oben. Werd ich als Trainer dafür bezahlt, meine Mannschaft da hochzubringen, oder werde ich dafür bezahlt, die Tabelle richtig zu tippen am Saisonbeginn? Gut, das ist eine sehr schöne Sache hier. Aufgrund von starken Leistungen dieser Saison wurde die Talenteinschätzung für folgende Spieler um einen Punkt erhöht. Adam Lallana ist jetzt ein 3,5-Sterne-Spieler und das wirkt sich natürlich massiv gleich auf alles aus. Also das heißt, der wird jetzt viel schneller lernen, wird sich schneller verbessern, ist ja noch jung, das wird seinen Marktwert steigern und so weiter und ist eine Top-Sache. Also ich habe es ja mal geschafft, einen Spieler bei 2,5 Sternen zu übernehmen, von einem Verein zum anderen mitzuschleppen. Der hat ständig, an jedem Ende der Saison hatte der so eine Bewertung und war am Schluss ein 5-Sterne-Talent und spielt mittlerweile mit mir zusammen bei Real Madrid. Soll man nicht glauben? Ist aber so. Also es geht, auch hier schon Spieler zu verbessern. So, Ricky Lampert hat Trainingsziel erreicht. Schön. Scout-Bericht, auch super. Wir blättern mal fleißig weiter. Sponsoren wünschen sich Vertragsverlängerung. Das ist das, was dann auch meistens kommt. Wollen sie verhandeln? Ja, mal gucken, was sie anbieten. Summe erhöhen. Nee, ist mir alles zu wenig. Wir spielen nächste Saison ja erste Liga. Da gibt's mehr Kohle. Warum soll ich das jetzt machen? So, da gibt es einen Trainerwechsel. Da war irgendjemand scheinbar nicht zufrieden mit dem Trainer und Ja, muss Alex Ferguson den Meister verlassen? Manchester United, hammerhart. Schmeißen die den raus? Nee. Oh, okay. Tabellenplatz 8 erreicht. Das ist natürlich dann nicht befriedigend, sage ich mal, für einen, der Meisterschaftsambitionen hatte. Ja, Merchandising-Artikel sind ausverkauft, sollten wir uns drum kümmern. Kriegen wir geschrieben, aber naja. Ja, dann kommen die ganzen Transfers, dann ist schon wieder Montag, kommt ein Autosave. Bin gerade am Überlegen, ob wir das ausschalten sollen. Für hier hinten raus. Na komm, mach hin. So, und jetzt kommt sozusagen mein Tipp, was ich dann immer mache, nämlich das hier. Jede Menge individuelles Training mache ich genau dann, wenn es heißt,
Die Saison ist rum. Und jetzt gehe ich auch mal auf langfristig. Das habe ich jetzt in der Saison nicht gemacht. Und macht den Torhüter auch noch überall auf individuelles Training. Hängt einfach damit zusammen, dass er mir, wenn ich das speichere, hier Bugs reinhaut. Da kriege ich also jede Menge, sage ich mal, Trainingspläne reingelegt, die irgendwie dann heißen, nicht gefunden oder irgendwie sowas. Aber das Interessante ist halt, ich mache hier wirklich komplettes Individualtraining, dass die Spieler sich halt ganz stark verbessern können. Ich gehe sogar meistens noch den Schritt, beziehungsweise es ist ja eh eingegeben, dass ich hier unten unter automatisches Training dann hier auch auf 100% erhöhe, die beiden unteren Stufen, dass die richtig hart trainieren. Und ja, den Rest, der interessiert uns jetzt erstmal eh nicht. Ich könnte das eigentlich auch einfach mal mit der Leertaste machen, das ist nämlich auch so ein kleiner Shortcut. Sie müssen vorher wichtige Mails bearbeiten. Wünscht eine Vertragsverlängerung? Nein. Die bieten mir eh alle nichts. So, und da habt ihr schon gesehen, da hat einer Fangsicherheit erhöht. Das heißt, die lernen jetzt unheimlich schnell neue Fähigkeiten normalerweise. Die dürften sich jetzt relativ schnell verbessern, unsere Spieler, und das mache ich immer zu Saisonende, damit die in der nächsten Saison dann wieder besser sind. So, Ipswich, Peters im Fokus, anderer Vereine. Ja. Wir nicht. So, können sich nach dem Titelgewinn eine lange und erfolgreiche Zukunft bei Southampton vorstellen. Ja, im Prinzip müssen wir das hier sagen. Sonst sind die Fans sauer. Noch haben wir Vertrag. Gut, Bericht. Damit ist die Barclays Premier League in England beendet. Arsenal wurde irgendwie Meister. Chelsea wurde Vizemeister. Bester Spieler war Edin Dzeko von Manchester City. Und Torschützenkönig wurde Robin van Persie von Arsenal London mit 33 Toren. Super. So, größte Überraschung der Saison war AFC Sunderland. Das sind wir, oder? Größte Enttäuschung war Manchester United. Ne, Moment, sind wir? Ich bin jetzt echt gerade verwirrt. Mehr Geld verlangen. Noch mehr Geld verlangen. Unterschreiben. Ne, wir sind Southampton. Ich war eben völlig verwirrt. Sunderland, wie komme ich auf Sunderland? Wir sind ja gar keine Erstligamannschaft. Ist egal. So, und weiter geht's. Gucken, vielleicht kriege ich den ganzen Rest der Saison noch hier rein. Laut der Interviews, wisst ihr was, interessiert mich nicht mehr. Ja, so geht's. Jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, den Fußballmanager 12 abzuschießen. So in der Nachsaison. Ja, also im Hintergrund rendern und im Vordergrund zocken und dann poppen da Bilder auf und alles drum und dran. Und ja, da hat's dann Peng gemacht und dann war er aus. So, deshalb setze ich mich da jetzt nochmal hin und rekorde das sozusagen nach. Das Erste, was ich jetzt mache, ist hier mal in die Voreinstellungen gehen, weil mir geht das tierisch auf den Sack. Stell das hier mal auf eine Woche. Was geht mir auf den Sack? Na, wir trainieren das hier automatisiert, ja, die Trainings. Gerade mal gucken, dass das langfristig da drin ist. In der Gruppe 2, ja, alles auf individuell gestellt. Und wir brauchen ja gar keinen Trainingsplan zu erstellen. Wir gucken auch nicht mehr groß nach Finanzen. Und ich will jetzt einfach hier die Saison zu Ende bringen. Deshalb lassen wir jetzt einfach die komplette Woche durchlaufen. So, und da geht's um die Europameisterschaft. Deutschland gewinnt das zweite Spiel. Und damit haben wir 4 Punkte. Super Sache. Tabellenführer, ja. Und dann gewinnen sie das nächste Spiel, haben sie 7 Punkte und sind Tabellenführer. Und jetzt geht's Deutschland gegen Norwegen. Spannende Geschichte. Vor allem, als vorher Deutschland gegen Polen war. Aber egal. So, Sponsor wünscht Vertragsverlängerung. Sagen wir auch wieder nein, wir spielen nächste Saison erste Liga. Wen interessiert's? So, und So, goldene Zukunft des Fußballs.
Das ist jetzt so ein Punkt. Da haben wir zum Beispiel einen gescoutet von Manchester United. Das ist ein wirklich gutes Talent, hat starke 66, ist gerade mal 18 Jahre alt. Wenn ihr richtig gut gescoutet habt oder ein richtig gutes Scout-Team unterwegs habt, dann habt ihr hier im Prinzip alle. Oh, wir haben sogar einen 19-jährigen Stürmer mit 3 Sternen. Cool. Dann habt ihr im Prinzip hier alle Leute drin, sag ich mal. Und gerade dem hier mal einen Vertrag geben. Einfach nur mal, um es zu zeigen. Ja, der ist es wert, deshalb habe ich das gemacht. Der ist 65, 19 Jahre alt, 3 Sterne, super Mann. Das wird interessant. Also, ich weiche vom Thema ab. Also, wenn ihr richtig gut gescoutet habt, seht ihr hier überall die Talente und dann könnt ihr hier schon mal so ein paar Leute zusammenstecken, die dann hoffentlich dann nächste Saison bei euch spielen. Aber uns interessiert es hier eigentlich weniger. Aber ist schon krass, ey. Wir haben es geschafft, einen Jugendspieler, ohne dass wir uns da irgendwie drum gekümmert haben, auf 65 zu bringen mit seinen 3 Sternchen. Hammer cool. Naja, wenn wir uns um den gekümmert hätten, wäre er vielleicht schon 70. Nichtsdestotrotz, wir wollen wissen, wie die Europameisterschaft ausgeht. Diese News sind einfach nur... Okay, Angebot für Ricky Lampert, da geht's los. 3,1 Millionen. Benfica Lissabon. Bei so Angeboten immer auf Verhandeln klicken, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Selbst wenn er es dann hinterher ablehnt, dann kann ich ja dann hier auch nochmal zeigen... 3,1 Millionen bieten die für einen Ricky Lampert. Hammer cool, oder? Oh, Norwegen hat Deutschland rausgeschmissen. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Ja, aber die Halbfinale ist jetzt Norwegen gegen Portugal. Unglaublich. Ja, Benfica vom Millionentransfer. Irgendwann müssten ja dann auch nochmal Verhandlungen kommen. Ich hoffe, die kommen dann auch gleich nochmal, da ich euch das nochmal zeigen kann. Weil lang ist das Ganze hier ja nicht mehr. So, und jetzt steht hier, der Spieler möchte gerne bei einem anderen Team spielen. Jetzt haben wir natürlich gelitten, wenn der bei einem anderen Team spielen will, ist es ganz klar, der will weg. Und da können wir es nicht einfach abbrechen, dann wird er sauer. Was wir aber längst machen können, ist, wir können hohe Ablöse verlangen. So, und sagen wir, verhandeln. Ja. Keine Einigung. Ja, dann bleibt er. Hat ja einen Vertrag mit uns und wenn die Verhandlungen scheitern, und nicht mal wegen uns, sondern ja, weil die anderen das Geld nicht bezahlen wollen, dann ist er, glaube ich, eher sauer auf die wie auf uns. Gucken wir gleich mal rein. Erste Mannschaft. Ricky Lampert, wo haben wir ihn? Ach, den hatten wir auf die Bank verbannen müssen wegen roter Karte, ne? Wo ist er denn, Ricky Lampert? Da. Hat genau wie alle anderen. Normale Moral. Hat keine Moral verloren. Ja. Obwohl wir gerade eben hier den Transfer nach Benfica Lissabon verbaut haben. So, wir kriegen die Lizenz, Jugendspieler erreichen Trainingsziel, da laufen Verträge aus, die interessieren uns nicht, die wollen wir jetzt nicht verlängern. So, Scoutbericht interessiert uns auch nicht. Der akzeptiert das Vertragsangebot, steht nächste Saison in der ersten Mannschaft. So, und... Wir sind uns nicht mit denen einig geworden, ja. Wunderbar. Also über den Weg könnt ihr Verhandlungen sozusagen zum Scheitern bringen und der Spieler gibt euch nicht mal die Schuld dafür. Das heißt, seine Moral wird nicht so stark sinken, als wenn ihr sagt, nein, den verkaufe ich nicht. Ablehnen. Ja, das macht den richtig stinkig und wenn das 2-3 Mal passiert und dann hat er eine Laune, da braucht ihr den eigentlich gar nicht mehr aufstellen. Dann verkauft ihr den besser. Hört sich jetzt blöd an, aber ist echt so. So, wir gehen in die letzte Woche rein. Ich will das hier nur noch zu Ende bringen. Ja, 11 des Turniers. Da seht ihr die Spieler, ja, die es geschafft haben, in die 11 des Turniers der Europameisterschaft zu kommen. Kein einziger, sag ich mal, dabei, wo ich sagen würde, den können wir uns leisten. So, Norwegen ist Fußball-Europameister 2012, ja, Spieler des Turniers ist John Arne Risse. Norwegen größte Überraschung des Turniers, Deutschland die größte Enttäuschung, ja, würde ich auch sagen, hallo, nicht mal Halbfinale.
Oh ja, und hier geht's ab. Seht ihr, Statistiken über Statistiken kommen da jetzt zum Saisonende. Da kann man noch ganz viele Sachen rauslesen, die fürs eigene Team dann interessant sind. Da kann man noch Spieler finden und so weiter und so weiter. So, Jugendspieler erreicht Trainingsziel, Scoutbericht, nicht Abstiegsprämie. Ja, 1.180 an die Mannschaft haben wir ausgeschüttet und 61.400 haben wir an die Mannschaft ausgeschüttet, okay. Erfolgsprämien werden fertig, 32.000 haben wir an die Mannschaft ausgeschüttet. Das waren ja jetzt nicht die großen Prämien. Oh, ja. Sie haben ihre Ankündigung wahrgemacht und ordentlich durchgegriffen. Sie gewinnen bei allen Spielern Vertrauen hinzu und so weiter. Na, hier, sie haben sich während der gesamten Zeit konsequent an ihre Ankündigung gehalten. Ja, sie gewinnen hinzu. So, sie lagen richtig. Wir haben das Saisonziel erreicht, sogar übertroffen. Und sie lagen richtig, ja, wir haben nicht Abstieg angekündigt und haben es geschafft. Und das hat jetzt ganz viel Vertrauen gebracht hier in der Teamführung, also hier relativ hoch. Das war ja echt am Boden und jetzt ist es relativ hoch. Ihr seht auch hier, alle Spieler, die gespielt haben, die haben bis zu 15 Vertrauen gewonnen. Und alle Spieler, die nicht gespielt haben, die haben halt richtig da unten abgelost. Ist halt so, ja. Und ja, jetzt müsste eigentlich gleich der Saisonumschnitt kommen. Und so, da haben wir den Saisonübergang. Ja, erster Platz, Saisonziel, Nichtabstieg, Aufstieg in die Barclays League. Hier Pokal, dritte Runde gescheitert. Keine Ahnung, wir haben den ja nie gespielt, glaube ich. Adam Lallana, bester Spieler und so weiter. Finanzergebnis 8 Millionen plus. Da haben wir dummerweise jetzt zum Saisonende nichts mehr ausgegeben. Da dürfen wir ein bisschen Sachen bezahlen. Wie heißt's? Steuern. Genau. So. Also, insgesamt haben wir alles erreicht. Bonus 169 Punkte. Warum? Hier oben steht verpasst. Witz. Na gut. So, Spieler, ja. Spieler dieser Saison, der effektivste Ricky Lampard, der beste Ricky Lampard, der Joker, Steve DeRitter. Der jüngste, Luke Shaun, alles Spieler von uns. Die Tops und die Flops, bester Sturm wir, bestes Heimteam wir. Schlechtester Sturm, Derby County. Ja, und die Saisonanalyse, Jugendabteilung verschlechtert. Klar, haben wir uns gar nicht drum gekümmert, sondern schlechter als der Tabellenplatz aussagt. Ja, passt auch. Allerdings hier sehr viel Pluszeichen, also insgesamt die Saison positiv verlaufen. Es kommen ganz viele Berechnungsbildschirme. Mal gucken, ob ich die rausschneide, damit es nicht so lang dauert. So, und dann kommt hier der Saisonübergang, geht's weiter, Fernsehgelder. Hier sieht man dann, was die Vereine hier für Fernsehgelder bekommen haben. Wir haben mit 8 Millionen da oben ganz viel bekommen. In Abhängigkeit von der Platzierung in der Tabelle werden die Fernsehgelder der Liga auf die einzelnen Vereine verteilt. Unser Vorteil ist jetzt, dass wir direkt in der ersten Saison des Fußballmanagers aufgestiegen sind. Denn hier wird das irgendwann bis zu 5 Jahre gewertet. Das heißt, wir könnten aufsteigen und würden vielleicht hier auf Platz 13 stehen und würden dann hier nur 4,4 Millionen kriegen. Ja, also, ja, das ist halt so eine Sache. Da haben sich viele beschwert, weil sie es nicht verstanden haben, dass das eine längerwierige Wertung ist. Gut, Saisonübergang, hier alles uninteressant eigentlich. Das ist auch interessant, hier Spanien, Barcelona. Normalerweise, wenn ihr die Jugendarbeit so cheatet, wie ich die gecheatet habe, dann steht ihr da ganz oben. Also wenn ihr alle Leute rausschmeißt, die nicht euren Anforderungen entsprechen, dann steht ihr da ganz oben. Und die FIFA-Rangliste, ja, Spanien, Norwegen, Deutschland. Norwegen hat jetzt vor Deutschland gedrückt. Voll interessant. Ja, ich suche hier gerade verzweifelt irgendwo England, da. Ja, Rangliste Platz 8, keine Ahnung. Hat ja auf das eigentliche Spiel gar keine Auswirkung gehabt. So, Europas Fairnesspreis, auch immer wieder interessant. Den können wir ja nicht gewinnen. Ja, hat FC Trenkwalder Admira gewonnen. Das heißt, die spielen dann beim Europapokal, glaube ich, mit. Und dann gibt es wieder ganz viele Berechnungsbildschirme, die ich rauscut. So, und dann kommen wir hier schon zur Pokalauslosung des FA Cups. Vierte Runde, da sind wir natürlich auch noch mit drin.
Die Frage ist, ob es euch überhaupt noch interessiert. Ich mach mal flott, flott, flott. Da würden wir als erstes spielen gegen Aston Villa. Und dann geht's weiter im English League Cup Auslosung. Sind wir natürlich auch dabei. Auch das mache ich mal flott, flott, flott. Da würden wir dann spielen gegen Stoke City. Ja, dann kommt hier Europapokal-Teilnehmer in England, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester, Meisterliga und Liverpool, Sunderland, Manchester United und Everton in der Europa Liga. Deutschland wäre Hannover, Stuttgart, Schalke in der Europa Liga und Dortmund, München, Borussia Mönchengladbach und Bayern 04. Ja, in der Champions League. So, und dann hätten wir schon die Budgetverhandlungen hier für die nächste Saison, wo wir dann sagen müssten, ja, Liga, Nichtabstieg, das haben sie übrigens auch geändert. Die ganze Zeit war es da dann, ja, Meisterschaft, Aufstieg. Und mittlerweile dürfen wir hier sagen, alles geben oder Nichtabstieg. Man kann es nachverhandeln, sogar im schweren Spielmodus, und es wird nicht einfach Meisterschaft vorgegeben. Ja, die Budgets sind alle ein bisschen gewachsen, weil wir nehmen 53 Millionen ein, können somit auch für 14 Millionen Spieler kaufen. An Gehältern hat sich ja eigentlich soweit nichts geändert. Müssten wir eigentlich mit klarkommen, was wir bisher hatten, und dafür einen Transfer ein bisschen pushen. Infrastruktur ist wohl ein schlechter Witz. So viel Geld brauchen wir da gar nicht. Ich nehme da raus, was geht, und push alles hier in Transfers. Warum mache ich das? Wir werden für die erste Liga zu halten unheimlich viele Spieler brauchen. Und deshalb brauchen wir ganz viel Transferbudget, um neue Spieler kaufen zu können. Dann schließe ich die Verhandlungen ab, dann wären wir hier wieder in der neuen Saison, und ich sage dann mit Aufstieg logischerweise auf Level 4. Haben wir dann mittlerweile auch noch geschafft. Warum haben wir das geschafft? Wir haben viele Budgets eingehalten, wir haben den Aufstieg geschafft und so weiter. Das gibt natürlich Erfahrungspunkte. Aber hier ist jetzt wirklich Ende vom Let's Play. Ich sag danke, 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 dass ihr mir zugeschaut habt in meiner ersten Saison Fußballmanager 12. Und ja. Klickt das nächste Mal wieder rein, wenn es dann heißt, Nick Frei zockt Fußballmanager 13. Denn das gibt einen Hammer Let's Play, weil vor allem ich habe da ja selber noch keine Ahnung. Da haben die so viel Sachen geändert, ich habe da selbst noch keinen Plan. Kann euch also wahrscheinlich, ja, teilhaben lassen daran, wie ich das Spiel erkunde und wie ich da Tipps finde und euch dann Tipps geben kann. Das dürfte bei mir sogar relativ schnell gehen. Das heißt, wenn ihr da irgendwo hängt, könnt ihr mir sogar Fragen in die Kommentare posten zum FM13, und ich werde dann gucken, dass ich dem Let's Play beantworte. Ansonsten, ja, wie gesagt, klickt wieder rein, wenn es heißt, Nick Frei zockt FM13. Bis dahin, ja, viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.